Die US-Notenbank Fed hat gestern vor signifikanten Aufwärtsrisiken, Zitat, gewarnt bei der Inflation und damit indirekt gesagt, wir dürften wohl die Zinsen weiter anheben, liebe Märkte. Und das hat eben diese Märkte ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt. Wir sahen, dass die Kapitalmarktzinsen weiter gestiegen sind heute Morgen. Die 10-jährige US-Anleiherendite sogar über das Niveau von 4,31% gestiegen. Also Geld wird weiter teurer. Wenn Geld teurer wird, dann entzieht das latent den Märkten Liquidität und wie Warren Buffett einst gesagt hat, naja, wenn die Flut hebt alle Boote, aber wenn dann die Ebbe kommt, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Und derzeit sieht man, dass immer mehr Leute nackt gebadet haben, denn die sind ziemlich auf der Long-Seite, weil sie an dieses Narrativ, Aktienmärkte steigen immer, Fed wird die Zinsen senken, dennoch die Wirtschaft wird super stabil bleiben und gleichzeitig eben die KI-Euphorie alles viel produktiver machen, dass das möglicherweise alles nicht so ganz der Fall ist. Man hat sich also die beste aller Welten ausgemalt und wird dann überrascht feststellen, dass auch diese Welt nicht die beste aller Welten ist, sondern eben ihre Probleme und ihre unschönen Seiten hat, neben den ja durchaus auch schönen Seiten und positiven Seiten. Und genau das ist jetzt die Gefahr, dass wir sozusagen eine Verkaufswelle erleben aufgrund von Positionierung, auch wenn wir im kurzen Zeitfenster eben überverkauft sind und eigentlich diesen Bounce nach oben sehen müssten. Schauen wir uns die Dinge an, meine Damen und Herren. Significant upside risk to inflation, which could require further tightening of monetary policy. Auf Deutsch gesagt, die wollen die Zinsen wahrscheinlich weiter anheben, meine Damen und Herren. Man muss ja mal Deutsch auch sprechen in solchen Videos und nicht nur Englisch. Also indirekt praktisch gesagt, das kann durchaus passieren mit den Zinsen. Und die Märkte waren ja mental irgendwie schon so auf Zinssenkung eingestellt. Nein, das wird auf jeden Fall die letzte Zinsanhebung sein, so hat man gesagt. Bei der Juli-Sitzung ist möglicherweise not the case. Bloomberg hat so ein Tool, das hawkische und dovische Aussagen unterscheidet. Eine KI gewissermaßen, also sofort Bloomberg kaufen, meine Damen und Herren, KI, die haben KI. Schauen Sie mal her. Und da ist diese hawkische Sentences sind so häufig gekommen wie seit Januar nicht mehr, während die dovischen Sentences, die dovischen Sätze eben stark abgenommen haben. Das heißt, wir haben einen hawkischen Dreh bei der US-Notenbank gesehen und dieser hawkische Dreh lässt sich vielleicht auch dadurch erklären, dass wir derzeit sehen, dass die Inflationserwartungen nach oben schießen, die Inflationserwartungen der Märkte, der in den Swaps gehandelten, 5-year, 5-year Swaps gehandelten Inflationserwartungen einerseits, aber hier sehen wir mal, dass offenkundig vor allem Energie dazu führt, dass der Cleveland Inflation Tracker, der praktisch so eine Art Realtime-Tracker für Inflation ist, bei 0,79% steht. Da fragte Jim Bianco, ist das bullish, wenn du Long Inflation bist, yes. Sonst nicht so fürchterlich bullisch, denn es treibt die Renditen nach oben und das ist ja auch das, was irgendwie keiner auf dem Zeiger hatte, dass wir durch diese strukturelle Inflation eigentlich eine Situation haben, wie wir sie in den 70er, 80er Jahren gehabt hatten, auch wenn da natürlich zwei Schocks gewesen waren. Erstmal dieses Oil-Embargo des Nahen Ostens und dann die iranische Revolution. Aber dennoch, Inflation kommt gerne in Wellen und im Grunde haben alle großen Player am Markt gesagt, Mensch, die Inflation, die wird weiterfallen. Was, wenn das jetzt nicht der Fall ist? Wir haben ja schon im Juli gesehen, dass die Inflation wieder ein bisschen nach oben dreht und sie dürfte im August dann vor allem wieder weiter nach oben drehen. Und wenn alle so einer Meinung sind, Mensch, Inflation wird fallen, dann passiert meist das Gegenteil, sagte Ottavio Costa hier zurecht. Hier sehen wir mal die Fed Fund Futures, also die Wahrscheinlichkeit, wie die Dinge jetzt gelagert sind. Wir haben jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 39%, das ist der höchste Stand seit 4 Wochen, dass die Fed nochmal die Zinsen anhebt. Dennoch also gehen die Märkte davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Fed es nicht tut. Es gibt allerdings eine 3,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed noch zweimal in diesem Jahr die Zinsen anhebt. Also wir sehen, das hat sich hawkisch verschoben, aber so ganz willens ist man noch nicht zu glauben, dass die Fed wirklich die Zinsen weiter anhebt und dass vor allem die Zinsen länger hoch bleiben. Das ist das, was die meisten Investoren, wie ich gestern hier schon gezeigt hatte, diese
diesen Tweet von Greg Peters, PGIM, der sagt, das haben die meisten nicht auf dem Zeiger, dass wir wahrscheinlich erst länger höhere Zinsen haben und vielleicht diese Zinsen eben weiter steigen. Dabei waren hier, ich hatte auch das schon gezeigt, die von der Bank of America befragten Investoren, total sicher, dass die Fed also spätestens im nächsten Jahr die Zinsen senken wird. Aber selbst wenn sie das tut, so jetzt gestern die Fed, selbst wenn wir die Zinsen senken sollten, dann werden wir mit der Bilanz Reduzierung weitermachen. Das heißt, die Fed würde, selbst wenn sie die Zinsen dann senkt, wenn sie sich wirklich an das hält, was sie da sagt, die Liquidität weiter reduzieren. Das heißt, wir hätten selbst bei Zinssenkungen eigentlich nicht unbedingt einen positiven Liquiditätseffekt. Interessanterweise. Und hier nochmal in Sachen Anleiherenditen, was wir jetzt hier sehen, fast alle waren davon überzeugt, dass die Renditen für die Anleihen fallen müssen, aber wir haben eben diese Wiederkehr der Inflation, wir haben eine hawkische Fed und wir haben massive Emissionen von Anleihen durch den US-Staat, wo viel Angebot ist, braucht es viele Käufer, die verlangen höhere Renditen, das stützt die Renditen natürlich. Und so sehen wir, dass eben diese Renditen hier, die 10-jährige US-Staatsanleihe, die als Benchmark fungiert, dass die heute Morgen auf praktisch 4,31% gestiegen ist. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2008, also praktisch seit die Finanzkrise gekriselt hat. Dementsprechend wird Geld also immer teurer. Und hier sehen wir mal interessant, zunächst mal diesen Tweet von Kobayashi Letters, der sagt, also das ist jetzt das höchste Niveau seit 2008, wie eben gesagt. Das könnte bedeuten, dass die Fixed Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen für eine 30-Jährige, über die 8% der Marke steigen könnten, perspektivisch. Derzeit sind sie bei 7,3, 7,2, je nach dem und möglicherweise auch die Kreditkartenzinsen, die ja derzeit schon über 20% liegen, in Richtung 30% laufen könnten. Hier sehen wir oben mal interessanterweise Vergleich zwischen S&P 500 und den Junk Bonds, HYG, ein ETF auf Ramsch-Anleihen, könnte man sagen, Hochrisiko-Anleihen, weil die Unternehmen, die dahinter stehen, nicht so super bonitär sind. Und hier sehen wir, da ist zwar kein massiver Abverkauf bei dem HYG, also bei den Junk Bonds, aber die haben diese komplette Rallye, die der S&P 500 gemacht hat, nicht mitgemacht. Da ist also ein Riesengap hier zu beobachten. Und auf der anderen Seite sehen wir nicht nur jetzt praktisch den höchsten Stand seit 2007 oder 2008 bei der Rendite, sondern auch die Realrenditen sind fast bei 2%. Also wenn ich eine Anleihe kaufe, zum Beispiel eine 10-jährige minus Inflation, dann bin ich ja immer noch dick in der Rendite. Damit werden sozusagen Anleihen in Relation zu Aktien immer attraktiver. Cash wird immer attraktiver. Geldmarktfonds werden immer attraktiver. Banken haben immer größere Probleme, weil eben dann zum Beispiel Geldmarktfonds viel höhere Zinsen bieten als die Banken selber. Und das macht die ganze Geschichte so schwierig. Wir sehen jetzt, wenn wir nochmal bei den Renditen respektive den Staatsanleihen sind, wenn Staatsanleihenkurse fallen, steigen die Renditen. Und wenn Staatsanleihenkurse steigen, dann fallen die Renditen. Das vorab erklärt Charlie Bilello, zeigt, dass wir jetzt möglicherweise das erste Mal seit dem Jahr 1928 drei aufeinanderfolgende Jahre haben, wo Anleihekurse fallen. Wir hatten ja das Desasterjahr 2022, als die Anleihekurse crashten geradezu, weil die Renditen nach oben schossen aufgrund der Zinsanhebungen, 17,8%. Jetzt sind wir bei minus 1,2% noch moderat. Aber wie gesagt, das ist schon eine Strecke. Und hier sehen wir mal diesen Widerspruch, den ich immer wieder benannt hatte, zwischen steigenden Renditen und dem Nasdaq, also den Tech-Aktien, die immer parallel gelaufen waren. Steigende Renditen schlecht für Nasdaq, fallende Renditen gut für Nasdaq. Hier sehen wir, dass die Renditen, also dass hier die Anleihekurse gemessen am TLT, an ETF, weiterfallen und der Nasdaq aber irgendwie weiterspielen wollte. Dieses Gap jetzt riesig ist, aber möglicherweise dieses Gap jetzt sich verringert, weil der Nasdaq sozusagen seinem Herrchen entgegenlaufen muss. Der Hund also dem Herrchen entgegenlaufen muss, problematisch auch der Dollarausbruch. Wir sind jetzt langsam im überkauften Bereich beim Dollar. Da ist noch ein bisschen Luft. Das gilt übrigens auch für die Renditen. Da können wir noch bis 4,4, 4,45 gehen im kürzeren Zeitfenster.
Allerdings deuten sich da auch schon negative Divergenzen an. Also auch da werden kurzfristig die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Übergeordnet kann die 10-jährige bis 5,3, 5,4 etwa gehen. Aber hier sehen wir jedenfalls, ist der Dollar ausgebrochen, kann aber irgendwann auch mal wieder einen Rücksetzer geben. However, wir sehen, dass sich etwas geändert hat, was Goldman Sachs bemerkt hat. Aus Buy the Dip ist Sell the Rally geworden. Aus Kauf den Rücksetzer ist also Verkauf für die Rally geworden. Man sieht seitens von Goldman diese Zero-DTE-Option, die Märkte eher so lange nach oben getrieben haben. Die sorgen jetzt dafür, dass zum Ende hin, so wie gestern, dann immer wieder abverkauft wird, weil die Leute Puts kaufen und nicht mehr Calls sind bei diesen Zero-DTE-Optionen, also diesen Optionen, die noch am selben Tag verfallen. Hier rechts sehen Sie mal, bei Tesla, nee, Tesla heißen die, dass da jetzt inzwischen mehr Puts gekauft werden als Calls. Das war lange komplett anders, als die Tesla-Aktie nach oben getrieben war. Auch Tesla ist inzwischen deutlich überverkauft, by the way, aber manchmal dauert Überverkauftheit länger, als man glaubt, genauso wie Überkauftheit länger dauern kann. Hier sehen wir die Indizes mit dem Nasdaq am schwächsten. Wir sehen, der VIX ist wieder gestiegen um knapp 2%. Wir sehen, dass defensive Sektoren wie Utilities, oder Utilities der einzige Sektor, der positive war, Technology und so weiter, bis sie weiter hinten, Consumer Staples weiter vorne, also defensive Sektoren, saisonal sieht es so aus, hier mal der S&P 500, dass da im September die Lage schwierig bleibt, ein ziemlich negativer Monat, und hier sehen wir auch dieses extrem starke negative Gamma, das derzeit der Fall ist. Wir haben ja jetzt am Freitag, den morgigen Freitag, haben wir den kleinen Verfall, und da wird es sicherlich was bewegt. Das kann heute schon große Auswirkungen haben, wenn das Gamma der Dealer, der Market Maker, so muss es heißen, wenn das sehr negativ ist, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass wir hohe Volatilitäten im Mindesten erleben werden in nächster Zeit. Hier sehen wir mal den S&P Future. Wir sind ziemlich genau auf das Hoch gelaufen, was wir im Frühjahr 2022 erreicht hatten, so um und bei 4.600 in der Kasse, etwas drüber im S&P Future. Und sehen jetzt, dass wir da zurückschnappen, jetzt an einer wichtigen Trendlinie sind, die wir eigentlich zwischenzeitlich zumindest schon gebrochen hatten. Aber was passieren kann, ist zumindest ein Rücksetzer in Richtung 4.310 Punkte in der Kasse. Ähnliches Motiv beim Nasdaq Future. Hier sehen wir auch wichtiger Aufwärtstrend jetzt im Grunde seit Jahresbeginn. Dieser Aufwärtstrend seit Jahresbeginn, der ist jetzt in Gefahr. Wie gesagt, die Dinge sind jetzt ein bisschen überverkauft. Das sehen wir am McLaren Oscillator, der minus 100 gestern erreicht hat. In den letzten 4 Jahren hat es daraufhin fast immer eine Rallye gegeben in den nächsten 30 Tagen. Das sei für die Bullen jetzt einmal tröstend gesagt, meine Damen und Herren. Wir sehen rechts Lamba gestern deutlich im Plus, obwohl die Aktienmärkte abverkauft haben. Lamba hat eine, also Bauholz, hat eine Vorlauffunktion auch für den Nasdaq. Also da können die Bullen vielleicht hoffen. Und hier sehen wir auch, dass Hongkong zum Beispiel oder chinesische Aktienmärkte waren deutlich im Minus, 2,5% um und bei der Hang Seng Index, um dann doch noch ins Plus zu drehen. Wahrscheinlich, weil dieser eine große Schattenbank gesagt hat, wir wollen auch Restrukturierung machen, bla 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 bla. Also dieses dumme Geschwätz, unkonkretes Geschwätz, aber das gibt dann Hoffnung, und dementsprechend sehen wir, dass die Märkte hier gedreht sind. Dennoch der Hang Seng jetzt, und wie die chinesischen Aktien insgesamt, an der Schwelle oder sogar schon drin in einem Bärenmarkt. Kommen wir kurz noch zu einem anderen Bärenmarkt, das ist die deutsche Politik. Da geht es konstant bergab. Und wir sehen jetzt hier dieses neue Hickhack im Kabinett und ein Olaf Scholz, der mit inspiriertestem Gesichtsausdruck wieder mal Optimismus versprüht, obwohl die Dinge wirklich eindeutig negativ nach unten zeigen. Da braucht man ja kein Pessimist zu sein, um das, glaube ich, zu konstatieren. Und wir sehen hier, wie jetzt die grüne Pause letztendlich eine Erhöhung des Kindergeldes fordert oder eine Ausweitung des Kindergeldes, damit dann wahrscheinlich Transferempfänger weiter bedient werden, dadurch Anreize zur Arbeit noch weiter reduziert werden. Sie will jetzt das Wachstumschancengesetz von Lindner blockieren.
Und das praktisch eine Blutgrätsche, denn normalerweise wird das im Vorfeld geklärt und nicht dann sozusagen kurz vor Verabschiedung eines Gesetzes. Das ist ein grobes Foul. Das ist für mich mehr oder weniger das mentale Ende der Ampelkoalition in Berlin. Wir werden sehen, ob es so kommt, aber so kann es eigentlich nicht weitergehen. Wir brauchen irgendwie einen Gamechanger. Den brauchen auch die Aktienmärkte. Die Leute werden in Panik geraten, sagt ein Hedgefonds und warnte vor einem Ausverkauf mit, denke ich, gar nicht so schlechten Argumenten. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Was ist mit die Gold, die rutscht unter 1.900 Dollar? Das liegt an der Rendite, meine Damen und Herren, alles liegt an der Rendite. Das dürfen Sie nicht vergessen. Also Gold, die zweite Empfehlung. Und jetzt zu allerletzt, meine Damen und Herren, FED wird Bilanz reduzieren, selbst bei Zinssenkungen. Das ist die dritte Empfehlung, also drei Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.